Zeig euch jetzt, wie ich diese Chi-Köfte hier in nur 10 Minuten zubereitet habe. Ich fange schon mal mit dem feinen Bogel an, der kommt in den zerkleinerer. Ein Glas heißes Wasser und dann lasse ich das 5-6 Minuten ziehen. Okay, waren knapp 2 Minuten. Ich schnibbel da jetzt noch eine Zwiebel mit rein, beziehungsweise ein Viertel. Eine Knoblauchzehe kommt da auch rein. Das ist eine Riesenzehe. Ein bisschen Tomatenmark, eine große Ladung Olivenöl, natürlich einiges an Gewürzen. Zitronensaft muss da auch rein. Und jede Menge Granatapfelsirup. Jetzt wird alles eine Runde durchgemixt. Das hat jetzt auch nur ein, zwei Minuten gedauert. Jetzt forme ich sie nur noch in der Hand. Und dann sind die fertig. Gönnt euch, Leute, extra viel Granatapfel. Ich weiß, dass es nicht authentisch ist, aber es ist einfach nur eine schnelle Alternative.